Hallo, ich bin Sam Meredith und hier ist eine weitere Ausgabe von Rund um Rohstoffe, wo wir auf Milchprodukte eingehen mit einem Fokus auf Neuseeland. Direktor für Sektorpolitik aus dem Ministerium für Primärindustrien, Jared Mair, ist an der Leitung. Die Milchindustrie ist wohl ein Leithammel für Neuseelands Primärsektor, doch die Zukunft der Branche ist ungewiss. Der starke Milchpreisverfall wirkt sich negativ aus. Wie schätzen Sie die allgemeine Gesundheit des Milchsektors ein? Das Vertrauen bleibt relativ hoch. Offensichtlich gibt es Landwirte, die unter den Druck der laufenden Saison gekommen sind. Insgesamt aber erwarten wir eher eine Beschleunigung des Trends. Chinas schnell wachsende Wirtschaft hat einen bedeutenden Einfluss auf den Markt. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums der USA stiegen Chinas Importe von Trockenmilch von 2008 bis 2013 um mehr als 130%. Mittlerweile sind die Importe abgeflacht. Inwieweit ist die neuseeländische Wirtschaft betroffen? In diesem Jahr hat sich das sicherlich ausgewirkt. Der Vollmilchpulverpreis ist bekanntlich eingestürzt. Wenn wir die Exportstruktur analysieren, merken wir einen Umstieg von Vollmilchpulver auf Flüssigmilch und hochwertige Zutaten. Die Aufgabe der Milchwirtschaft Neuseelands für die nächsten 2 oder 3 Jahre ist, die Herstellung dieser höherwertigen Produkte, insbesondere Frontera, anzukurbeln. Welche Kennzahlen können am besten über den Milchproduktmarkt Aufschluss geben? Die globale Milchauktion von Frontera ist ein guter Preisindikator und Leitpreis für den Absatz bis zu 6 Monate im Voraus. Und das ist unser Rohstoffindikator. Wir überwachen Verkaufstrend und Verbraucherverschiebungen, beispielsweise Geburtenraten in Schlüsselmärkten, insbesondere das verfügbare Einkommen. Wir sehen eine große Veränderung auf dem chinesischen Markt, vor allem in sekundären Städten, wo das verfügbare Einkommen viel schneller als in Großstädten zunimmt. China sieht längerfristig recht positiv aus, aber bis es in Gleichgewicht kommt, wird es etwas volatiler zukommen. Aber längerfristig sieht es recht robust aus. Danke, Jared. Bleiben Sie mit Dukascope TV für weitere Updates im Laufe der Woche. Auf Wiedersehen.